So. Will niemand übrigens das Feuer löschen? So Waldbrandgefahr? Nee, okay, gut. Wegen meiner. Ist meine. So. Wird dann doch ganz interessant. Plus, mehr und mehr habe ich keine Ahnung, wie lang das Spiel gehen wird. Oder halt, dass die. Ups, Entschuldigung. Das DLC gehen wird, weil halt so töte Frosch, okay. Beziehungsweise finde Steine, okay. Töte Frosch, okay. Lass jemand ein Haus haben. Okay. Ja. Ist das Borsodi-Auktionshaus? Scheint so. Gefreiter Klein, du bist im Dienst. Schon vergessen? Mit Zivilisten wird nicht geplaudert. Zweck des Besuchs? Ich würde schätzen, du verlegst den Standort des Auktionshauses. Das könnte man... Ja. Es wäre eine intelligente Lösung. Aus Neugier. Redanische Berufssoldaten, stimmt's? Hauptgefreiter Wenzel zur Stelle. Und der Depp hier ist mein untergebener Gefreiter Klein. Nun piss dich mal nicht ein vor Aufregung. Hast du was gesagt, Soldat? Nein, nichts. Müsstet ihr nicht irgendwo anders sein? Es herrscht Krieg, wisst ihr. Wir wurden alle hierher verlegt. Befehl 76 CWX in Schriftform. Mission Bewachung des Auktionshauses. Priorität hoch. Die höchste sogar. Der Borsodi kennt sich aus mit den hohen Tieren. Hilft ihnen, die Kriegsbeute zu verkaufen. Kriegt Schutz dafür. Gefreiter Klein, das sind geheime Militärinformationen. Good job, Gefreiter Klein. Würdest du ja quasi das Haus zu ihm bringen? Es wäre eine Möglichkeit. Ist natürlich die Frage, ob das Wortspiele... Wortspiele haben in Märchen schon immer Platz gefunden. Dementsprechend würde ich sogar glauben wollen, dass wir mit so einem Wortspiel das schaffen können. Sind die Eigner da? Du meinst wohl den alleinigen Eigner, den geschätzten Horst Borsodi. Ja, ist er. Ich muss mit ihm reden. Befehl 76 CWX ist eindeutig. Nur Geladene dürfen zur Auktion. Mit den schriftlichen Namen ganz einfach. Und das soll euch hindern? Also bitte. Ich fürchte, du hast Pech. Befehl 76 CWX besagte ferner, Hauptgefreiter Wenzel möge sich einen Besen in den Arsch stecken. Nein! Weißt du eigentlich nicht, was auf Vorgesetztenbeleidigung steht? Wen haben wir denn da? Geralt, der Hexer aus Riva. Wimme Vivaldi, der Bankier aus... Woher kommst du eigentlich? Wen kümmert es, Kollege? Geld kennt keine Grenzen. Was geht hier vor, Hauptgefreiter Wenzel? Du zankst dich mit meinem Kumpel Geralt? Meister Vivaldi, Herr, dein geschätzter Sozius hat keine Einladung zur Auktion. Und ich... Aber ich habe eine Einladung, verdammt noch eins. Und er kommt mit mir. Rein mit dir, Geralt. Aber der tut mir voll leid. Aber meine Befehle? Ach, drauf geschissen. Muss ich erst zum Feldwebel gehen? Hoffentlich nicht. Jetzt stramm gestanden und Mund gehalten. Oh, die Jungs in der Kaserne werden sich am Boden wälzen. Ruhe! Vorwärtsmarsch! Rundherum! Eins, zwei, eins, zwei! Warum auch mehr der Heil jetzt drin war? Dank dir für die Hilfe. Schon gut. Ich kümmere mich gerne um alte Freunde und Kunden. Welch Freude, mit dir Geschäfte zu machen, Wimme. Das hat meine liebe Verblichene auch immer gesagt. Aha, die Leute kommen zusammen. Die Auktion fängt gleich an. Lass uns raufgehen. Wie uns die Charts aus Witcher 1 einfach mal den Arsch rennen. Das ist so ein Fanservice-DLC. Ich wusste nicht, dass Wimme Vivaldi aus dem ersten Teil ist. Das finde ich cool. Gut, also ich wusste bis jetzt auch nicht, oder ich habe es wieder verdrängt. Ich glaube, ich habe es nur verdrängt, dass Wimme ein Freund von Geralt ist.
Aber finde ich dann wirklich cool, so für die Leute, die halt das alle Teile gespielt haben, ne, dass sie dann die Möglichkeit haben, zu sagen, oh, den Charakter kenne ich doch. Worauf wollen die Leute denn bieten, weißt du das? Auf alle möglichen Wertsachen. Seltene Waffen, Exotika. Ich selbst habe freilich ein Auge auf bestimmte Werke von Porträtmeistern der Mariborer Schule geworfen. Van der Knoop, Longendijk. Sieh an. Ich hätte nicht gedacht, dass du ein Kunstkenner bist. Bin ich auch nicht. Mir ist das alles nur Geschmiere. Ich will sie ja auch nur einwickeln und wegschließen. Was? Wozu denn? Wieso wozu, Geralt? Ich muss doch mein Investitionsportfolio diversifizieren. Herr Sklutemann. Hätte schwören können, das Auktionshaus der Borsodis wäre in Novigrad. Das war es. Sie sind umgezogen. Radovid hat Horst einen vorteilhaften Steuersatz angeboten. Weißt du, 0%. Schwer zu unterbieten. Nicht wahr? Das ist der Inbegriff staatlichen Wohlwollens. Ich würde mit Horst Borsody reden. Eigentlich will ich hier nur Horst Borsody sprechen. Oh, das könnte schwieriger sein, als du denkst. Warum? Der reinste Einsiedler ist der Mann. Gar nicht wie sein Vater. Melitele hab ihn selig. Aber bei der Auktion taucht er vermutlich auf. Dann stelle ich euch vor. Ich stehe in deiner Schuld. Ach, Unfug. Ich mache nur in Krediten und Eigenwechseln. Also, rauf mit uns. Wimmel Vivaldi ist voll geil. Weißgold und Perlmutt mit Intarsien aus. Ist das ein Einhorn? Nee, das ist ein Fake-Einhorn. Gehörte sicherlich auch mal ein Zauberseide. Vielleicht ein Fetisch. Okay, das ist doch ein richtiges Einhorn. 2000 Kronen. Wunderschön. Aber beim ersten Schlag würden sie zerspringen. Ja. So, irgendeine Vase. Entschuldigung. Was ist das hier? Aus der Sammlung des Magiers Aeramas. Ist das Käse? Ach, das ist Käse von dem Magier, der sich in Traumdeutung mit Käse gemacht hat. Kurz zu googeln, da gibt es in Witcher 1 nur seinen Cousin Golan, wie weit ich treffen, der aber von Wimme quatscht. Ah! Weißgold und ja, brauchst du dich dafür nicht entschuldigen. Mir würde das auch passieren, mit Namen. Codex Redaniensis, das einzige erhaltene Exemplar. Mit Amethystperlen. Serikanische Speere. Hervorragende Zierde für jedes Wohnzimmer. Gut zu wissen. Ein Riesenschädel? Ein Riese. Oder vielleicht ein Jötun? Aber Riesen schienen so doof zu sein. Irgendwie, dass sie dann einen menschlichen Schädel haben, ist komisch. Ein Kelch. Feuerkelch. Was das wohl sein mag? Der Feuerkelch! Hast du deinen Namen in den Feuerkelch geworfen, Harry? Geralt, wie wär's mit deiner Immobilie? Ich könnte dir attraktive Hypothekenkonditionen einräumen. Es gibt keine attraktiven Kreditkonditionen, Wimmel. Auch nicht in kovirischer Mark? Lass mal gut sein. Dann ist die wieder nur 5 Pfennig wert. Wunderschöne Skulptur. Die wird sicherlich mal einen Garten zieren. Reb für einen Garten zieren, wie traurig. Dann gehen wir mal hoch. Die helle Bade ist schön. Ah, Pi und helle Bahn, das sind so die Waffen gewesen, die ich schon als Kind gemocht habe. Das ist irgendein Bild, noch irgendein blödes Bild, noch irgendein blödes Bild. Bah, bah, bah. So, ich speichere nochmal ganz kurz. Ich hoffe, ich muss nicht wirklich irgendwie handeln. Es dauert wohl noch, bis sie anfangen. Wimmel, dies ist ein Bankett. Ja, und? Ich hasse Bankette. Deppendialoge, winzige Portionen, Getränke, die nach Pisse schmecken. Ach, so schlimm wird es schon nicht. Lass mich dir meine interessantesten Partner vorstellen. Die alte Glucke dort ist Gräfin Mignole. Mit der hättest du bestimmt viel zu reden. Der Scheißer in der Ecke heißt Hilbert. Neureich. Hat mit Gwind ein Vermögen gemacht. Ah, und der da ist Kunsthändler Jaromir. Ein arrogantes Arschloch. Aber mit Gemälden kennt er sich am besten aus. Na, sollen wir mit jemandem reden? Es ist unpassend, hier zu stehen wie die Ölgötzen. Ich stelle mir gerade vor, wie die alle das gehört haben. Also, ich bin ein Arschloch. Oh. Hier riecht es nach Geld. Ah.
Gegrüßt sei die ehrenwerte Gräfin. Madame, darf ich vorstellen? Mein lieber Freund, Gerald von Riva. Hexer der Wolfsschule. Verzeihung, hatten wir das Vergnügen schon? Nein, aber deine Gilde ist unverkennbar. Das Medaillon. Jawohl, Gerald. Gräfin Mignole ist eifrige Sammlerin von Veduminalien. Was? Alle Arten von Gegenständen, die mit Hexern in Zusammenhang stehen. Schwerter, Ausrüstungsteile, Medaillons. Erkenne ich eine Medaillon? Man sieht das Medaillon nicht. Vielleicht ist er stolz drauf. Wenn er doch recht hat. Darf ich fragen, wie wir Monsterschlechter zu der Ehre deines Interesses gekommen sind? Ich habe einige angenehme Assoziationen aus meiner osofernen Jugend. Sag sowas nicht, Gräfin. Du siehst einfach umwerfend aus. Sehr freundlich, Meister Vivaldi. Aber zu Hause habe ich nicht nur Veduminalien, sondern auch noch ein paar Spiegel. Was ist denn dein wertvollstes Objekt? Ein antikes Rüstungsstück. Wolfsschule, 1234. Ein Klassiker. Wird es versteigert? Leider nicht. Es ist ein Andenken von großem persönlichem Wert. Aber vielleicht hat die Gräfin noch andere Hexerdevotionalien, von denen sie sich trennen würde. Ich würde bescheidene 5% Transaktionsgebühr berechnen. Höchstwahrscheinlich hat Wesemir sich an die Gräfin rangemacht. Wimme, ich kenne niemanden, der sich so geschickt die Moneten anderer Leute krallt wie du. Aber was soll's? Vielleicht kriegen wir einen Handel zustande. Vipern? Ah, das ist so teuer! Wesemir darf auch mal Spaß haben. Also, ich werf's ihm definitiv nicht vor. Ich kann ihr diese Sachen hier einfach mal unterjubeln, weil warum nicht? Ah, die Hexerrüstungen waren jetzt sogar wirklich gut. Das ist, die zweite Vipern-Rüstung, die ich bekommen habe übrigens, wenn ich mich jetzt gerade nicht vertue. Hat die Gräfin heute etwas Bestimmtes ins Auge gefasst? Nein, aber laut Horst Borsody kommt etwas unter den Hammer, was mich interessieren dürfte. Er hat wohl nicht gesagt, was es ist? Nein, du kennst ihn doch. Ein wandelndes Rätsel. Übrigens, Meister Gerald, würdest du wohl einer Dame in Not helfen? Kommt auf die Art der Not an. Oh, es ist nur eine Kleinigkeit. Ich habe gerade einen Ohrring auf dem Balkon verloren. Ich kann ihn nicht finden. Vielleicht ist er durch die Dielen gerutscht. Ob du mit deinen Katzenaugen... Ja, komm, wir suchen nach dem Ohrring. Eigentlich ist ja alles, was du getragen hast, jetzt Hexerzeug. Wenn man es so betrachtet, ja. Ich glaube, das ist definiert im Sinne von Kram und Rüstungen, die von Hexern entworfen wurden. Kein Problem. Ich sehe mal nach. Ich bin dir sehr dankbar. Bis gleich dann, Wimme. Tja, wirklich. Vor 2 Jahren, 3 vielleicht. Ein Schmuckschwert. So, gucken wir mal. Gefunden. Genau, bei dieser Auktion. Verschütteter Wein, sonst nichts. Hier gibt's gar keinen Ohrring, oder? Nein. Vielleicht möchte die Gräfin erläutern, was das soll, ohne zu scherzen. Vergib mir, ich... Götter, ist das peinlich. Kennst du Wesemir? Ein bisschen kleiner als du, mit Schnurrbart. Kennen? Der hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Was? Wie geht es ihm, wenn ich fragen darf? No, Wesemir! Natürlich darfst du. Doch bevor ich antworte, wüsste ich gern, wie gut ihr euch kanntet.
Oh, das habe ich nie jemandem gesagt. Niemals. Aber dir schulde ich wohl eine Erklärung. Es war im Winter 1234. In Ochsenfurt trieb eine Bestie ihr Unwesen. Ein Flatterer, glaube ich. Es wurde ein Auftrag ausgeschrieben und ein Hexer erschien. Wesemir. Von der Wolfsschule. Auf der Spur des Monsters kam er bei uns vorbei. Wir sahen uns an, ein Funke sprang über. Ich schrieb ihm eine Nachricht. Meine Zofe brachte sie ihm. Im Schutze der Dunkelheit besuchte er mich, Nacht um Nacht. Bis mein Vater irgendwann etwas hörte. Wesemir musste so schnell fliehen, dass er seinen Gambeson zurückließ. Ah, das erste Stück der Sammlung also. Ja, aber auch das Ende unserer Liebe. Vater ließ einen Haftbefehl ausstellen und verheiratete mich sofort. Ich hatte Glück. Mein Mann starb jung und hinterließ mir ein Vermögen. Und so lebe ich von Erinnerungen. Ich habe schlechte Nachrichten. Oh? Bitte sag mir, starb er wenigstens wie ein Hexer? Nein. Er starb wie ein Held. Das war's also. Ich danke dir für die galante Toleranz gegenüber einer alten Irren. Sag sowas nicht. Ich bin alt und reich. Ich darf sagen, was ich will. Und nun, sei so gut und überlass mich meinen Gedanken. Ich werde wieder hineingehen. Hm. Oh. Ob man wohl die Möglichkeit hätte, wie schimpft es sich, wenn man die Quest vorher macht, ob man, oder früher macht, ob man dann Wesemir sagen kann, ey, hier, guck mal, die Olle, die will noch was von dir. Na, und das, also sterben muss er. Also Wesemir stirbt definitiv, da lässt sich nichts dran rütteln. Aber dass sie sich zumindest noch einmal, ein letztes Mal sehen. So, dann reden wir mal mit Hilbert. Ich will nichts aufnehmen, ich möchte mit Hilbert reden. Dieser Blick. Hilbert, es ist Jahre her. Darf ich vorstellen? Geralt von Riva. Sehr erfreut. Ganz meinerseits. Wie steht's? Das Auge auf Glitzerkram geworfen? Eigentlich nicht. Ich kaufe, was mir gefällt. Etwas Prächtiges für die Wände könnte ich gebrauchen. Nilfgaard, stimmt's? Wie bitte? Dein Gwind-Kartensatz. Nilfgaard, nicht wahr? Gib's schon zu. Ich ziehe die nördlichen Königreiche vor. Ja, machen wir auch. Reset und austesten? Nee. Kein übler Satz, Nilfgaard, aber ich ziehe trotzdem die nördlichen Königreiche vor. Ah, verstehe. Ein Patriot. Du musst wissen, Hilbert. Geralt hier ist ein Spitzenspieler. Spitze? Hm? Es dauert noch, bis die Auktion beginnt. Knuff, knuff, zwinker, wie wär's mit einem Ründchen? Knuff, knuff, zwinker, zwinker. Oha. Es geht wohl nicht um Sieg oder Niederlage. Gut, ich bin dabei. Herrlich, ich lege meine Karten aus. Natürlich. Geralt, kommst du mal auf ein Wort? Was denn? Also, Kumpel. Ich hab euch doch verkuppelt. Da finde ich, mir steht ein Teil des Gewinns zu, wenn du einen machst. 10%? Finderlohn quasi? Jetzt ist mir klar, warum du uns vorgestellt hast. Zu meinen professionellen Erkenntnissen gehört, dass Geld nicht stinkt. Also, was sagst du? Nichts da, komm. Er hat uns reinbegeben, also alles gut. Gewinnt! Naja, du hast mir auch bei den Wachen geholfen. Gut, 10% meines Gewinns sind dein. Wie wär's mit 50? Übertreib's nicht, Wimme.
Na gut, abgemacht. Habe ich noch einen Gaunter? Ich habe noch einen Gaunter. Wann habe ich denn den dritten Gaunter bekommen? Ich weiß es nicht. Let's go. Aha, Nilfgaard. Das heißt, er wird ein Spion-Deck spielen. Kannst du mir einen Gaunter geben? Statt Horn des Kommandanten. Das ist sogar viel besser. Nice, Counter. Okay, da spielt er einen Rittersporn. Er hat auch einen Gaunter. Kam nicht von der Hand, das ist doof für mich. 10 zu 12. Ich muss noch eine andere Karte spielen, die mehr Angriff hat. So. Andernfalls kannst du mich zu Problemen kommen. Junger Gesandter, okay. Ach, warte, bist du... Wenn er noch einen jungen Gesandten spielt, dann wird's schwer. Ach, guck mal, der hat einen anderen Gaunter. Gaunter Dim. Er gewährt stets genau das, was man sich wünscht. Das ist das Problem. Also ist das eine Alternativform von ihm? Ich lese gerade nach, was passiert, wenn man den DLC macht, bevor Wesemir stirbt. Ist das traurig? Kannst ja mal schreiben. Bin nämlich ein bisschen interessiert daran. Shit, da ist der junge Gesandte. Davon ging ich aus. Das sind halt... Oh, hätte ich jetzt die klirrende Kälte nicht weggeworfen. Das ist jetzt ein bisschen doof. Okay, ich komme da auf jeden Fall drüber. So, mit 54. Ich kriege eine Karte. Wäre halt gut, wenn ich einen Dykstra bekommen würde. Bum, 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 bum. Okay, damit kann ich auch noch leben. Was das nämlich bedeutet, ist, dass ich jetzt einfach mal einen Großteil meiner Karten vom Friedhof holen kann. Wähle eine Karte aus der... Ich durfte keine Karte wählen! Betrug? Ich durfte keine Karte wählen! Okay, verbrennen. Entschließe ich sie aufzusuchen, aber erst nachdem die wichtigen Aufgaben, wie sie Ziere finden, erledigt sind, was bedeutet, der Stipp, bevor er es macht, kann. Das ist... Oh, das ist wirklich sad. Oh, Wesemir. So, was ist deine letzte Karte? Betrug! Ich darf keine Karte auswählen! Das ist Nonsens! Wähle eine Karte aus deinem Ablagestapel. Betrug!
Ich meine, das Herz der Karten oder sowas. Aber Betrug, nichtsdestotrotz. Unglaublich. Das kann nicht sein. Du hast mich irgendwie betuppt, mich verhext oder so. Hoppla, pass auf, was du sagst, Hilbert. Sonst fällt es Geralt noch ein, Genugtuung zu verlangen. Soll er sie von dir verlangen, verdammter Zwerg, bärtiger Geizkragen? Oh. Holla, dem Knaben setze ich beim nächsten Kredit aber die Zinsen rauf. Vielleicht hatte ich keine. Doch, also ich hatte ja definitiv Karten im Ablagestapel und zum Beispiel wurde mir ein Katapult verbrannt. So, und der hat halt trotzdem die erste Karte. Also ich hatte drei Gaunters aus der ersten Runde, Kyramets, noch irgendeinen anderen auf dem Friedhof. Sprich, ich hätte zwischen drei Gaunter wählen müssen, sowie halt diesen zwei anderen Karten. Und durfte ich halt auch nicht. Was halt Nonsens ist. Wer, wo ist die letzte Person?